Herzlich willkommen bei Anglerbord TV. Ihr wisst ja alle noch, in früheren Zeiten Hecht, der Traumfisch. Massen von deutschen Anglern sind nach Irland gefahren, um Meterhechte zu fangen. Na, und heutzutage, wenn man sich mit so einem profanen Fisch wie mit dem Hecht abgeben will, da brauchst du dann aber schon einen Baitcaster, Jerkbait, du brauchst ein Boot, du brauchst Echolote, du musst pelagisch angeln und. Ne? Also so einfach wie früher, normale Angel, normale Köder, einem normale Gewässer auf Hecht zu angeln, das findet man eigentlich kaum noch. Ich stehe jetzt aber hier mit Johannes Ermer. Servus. Den kennt ihr vielleicht alle noch. ZEPCO Europe Team Angler, allerdings eigentlich für Browning, also Friedfischangler. Johannes, erzähl du uns, warum wir jetzt hier bei dir als Friedfischangler stehen, um was über Hecht zu machen und warum du als Friedfischangler gern Hecht angelst. Ja, erstmal auch herzlich willkommen von meiner Seite an die Anglerboard-Mitglieder. Ich habe den Thomas heute hier eingeladen an meinen schönen Haussee. Wir haben hier schon mal auch auf Friedfisch geangelt und ich möchte euch heute mal zeigen, dass der See auch den ein oder anderen Hecht beinhaltet. Zum Hecht an sich, warum mache ich das? Man wird mit der Zeit nicht jünger. Familie, Job, die Zeit wird knapp. Im Vergleich oder im Gegensatz zum Friedfischangeln kann man halt beim Hechtangeln auch mal ein, zwei Stunden ans Gewässer gehen. Man braucht sehr viel weniger Tackle, im Grunde genommen eine Rute, einen Kescher, eine Tasche mit Ködern. Ja, das war es im Prinzip schon. Dann ist es das Nächste, der Hecht ist eigentlich weitestgehend in Vergessenheit geraten bei vielen, ist aber ein sehr interessanter Fisch, weil deinen ersten Hecht vergisst du nie. Die Bisse sind echt vor den Füßen wirklich radikal teilweise, wenn man mit Oberflächenköder angelt, da rumst es richtig. Im Gegensatz hier Fiedern, zack, 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 ist da schon mehr Action geboten. Und ein dritter Aspekt, so ein leckerer Hecht am Abend, da sagt man nicht nein, gell? Und das werden wir uns jetzt heute mal zu Gemüte führen. Hecht oder Bratwurst, ihr werdet sehen. Genau, auf geht's. Hier seht ihr, was wir heute alles einsetzen und austesten werden. Und zwar haben wir uns da an der Johannes gehalten, der gesagt hat, Leute, das sind so die Sachen, die hier von der Größe her funktionieren. Wir sind ja hier nicht auf dem Boden, wie ihr seht. Das sind so nach deiner Erfahrung die Ködergröße. Und ihr seht, wir haben hier so ganz normale Köder. Nichts großartig irgendwo spezial hin und her, sondern wenn man anfangen will, Hechtangeln, was immer funktioniert und immer geht, das ist einfach der klassische Spinner. Warum ist das so ein geiler Köder? Weil jeder Angler merkt, wenn er läuft, wenn er sich dreht. Ja? So unempfindlich und unsensibel kann kein Angler sein, dass man das nicht merkt. Und solange sich das Ding dreht, kann es Fische fangen. Ja? Aber fast genauso gut und fast genauso einfach, das sind diese Blinker, Johannes. Ja. Die heißen? Die Classic Spoon. Die Classic Spoon. Von der Firma ZEPCO. Also relativ dickblechig, die man auch tiefer führen kann entsprechend. Und eine dünnblechige Variante, die man dann auch entsprechend oberflächennah führen kann. Gummifische, dein Spiel wieder. Da haben wir. Ja, genau. Wir haben hier eine ganze Palette von Gummifischen. Es gibt den klassischen Gummifisch wie den hier, den jeder kennt. Schmaler Körper, eben dann mit dem Tellerschwanz. Auch hier eben mit einem relativ großen Bleikopf. Dann gibt es den Kameraden auch mit dem Bleikopf integriert. Warum das so ist, erkläre ich euch später nochmal. Am Wasser dann. Dann haben wir hier einen sogenannten No-Action Shad. No-Action deswegen, weil er im Gegensatz eben zu dem hier beziehungsweise zu dem Twister eine relativ einfach gehaltene Aktion hat. Es ist jetzt nicht so, dass der mords rumpelt und poltert unter Wasser, aber auch gerade dieses No-Action wird immer wichtiger, weil die Hechte sind daran gewöhnt und manchmal eben ist so dieser einfache Köder, der jetzt nicht viel Turbo macht, der Bringer. Dann haben wir hier noch
einen sogenannten Franzenshad, den Harry Mary. Den kennt ihr vielleicht auch aus dem Forum, da grätscht jetzt einfach rein, ja. Weil viele von unseren Fangmeldungen, und zwar quer durch alle Raubfischarten durch, taucht die Harry Mary immer wieder auf, obwohl das eigentlich ja zum Pelagischangeln gedacht ist, vom Boot, ja. Aber auch, wie man bei uns im Forum sieht und wie du auch sagst, vom Ufer aus gut, ja, zu verwenden. Das Gute an dem Köder ist, der imitiert halt viele Arten von Krebsen, die in unseren Gewässern jetzt hier in den Naturbelassenen immer mehr vorkommen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, hier unten hängt dann ein schwerer Bleikopf dran, dann steht der Köder in etwa so in der Luft. Und wenn sich der durch jetzt Wasserbewegungen einfach, wenn da Leben reinkommt, dann bewegen sich diese Fransen und das schaut in etwa aus, wie wenn eben ein Krebs seine Scheren sich darstellt. Sehr schöner Köder, der mir schon, ja, wunderbare Stunden am Gewässer beschert hat. Genau. Dann haben wir hier noch einen etwas kleineren, noch lebendigeren Gummifisch, eben hier mit den Flossen, das ist der Sneaky Shad von Quantum. Ja, und dann eigentlich eine extra Gruppe von Gummis, sage ich jetzt mal, das sind diese drei Kameraden hier, die Froschimitate von der Firma Zepco. Was es damit auf sich hat, das erkläre ich euch auch dann nochmal am Wasser, weil wenn es da rumpelt, dann knallt es richtig. Die sind speziell für die, ja, Oberfläche, aber jetzt haben wir hier noch. Und die kenne ich sogar, Gypsy Wobbler, hatten wir nämlich im Anglerbot schon Test mitlaufen. Und das Geile daran, für mich, ich bin immer Anhänger schon gewesen von Einzelhaken und die liefern nämlich gleich die Einzelhaken mit zum Austauschen. Aber du angelst die auch gern, ja. Erzähl warum. Zum einen hat sich die Firma Quantum da was echt Cooles überlegt. Es ist so, man sieht es auch hier schon an der Tauchschaufel, den Wobbler gibt es im selben Design in verschiedenen Lauftiefen. Grundsätzlich, okay, ist es so, erkläre ich euch ganz kurz, je steiler die Schaufel steht, desto flacher läuft der Wobbler. Wenn die Neigung der Schaufel sich aufstellt, ist ja klar, dann geht er durch den Zug nach unten weg. Hier haben wir eine kleinere Schaufel, 1,5 Meter, hier schon ein monströses Ding, da geht was. Tauchtiefen um die 5 Meter. Jetzt wisst ihr, was du schon gesagt hast, es werden die Einzelhaken mitgeliefert. Warum braucht man jetzt zum Teufel hier einen Einzelhaken an einem Wobbler? Hat es die letzten Jahre auch nicht gegeben. Aber ich verwende die Einzelhaken sehr, sehr gerne. Zum einen, weil man immer mit kleineren Hechten rechnen muss, die man dann eben vom Einzelhaken einfacher abhaken kann. Zum anderen, man sieht es jetzt auch an der Oberfläche, es befinden sich immer mehr Blätter auf dem Wasser. Jetzt und in der Herbstlein. Genau, wir sind jetzt hier im Herbst, Anfang Oktober. Verfängt sich ein Blatt an einem Drilling, ist der Lauf vorbei. Kannst du einkurbeln, das Blatt runter machen. Deswegen Einzelhaken von Vorteil. Und ihr dürft auf keinen Fall glauben, die Fische bleiben deswegen genauso hängen wie an einem Drilling. Es gibt meines Erachtens keine Unterschiede, ist Geschmackssache. Bestätige ich. Und jetzt ist haben wir hier noch eine ganz andere Geschichte. Grundsätzlich beim Hechtangeln, man macht ein Vorfach dran, und zwar ein Stahlvorfach im Allgemeinen. Die könnt ihr entweder selber knüppern, wenn ihr verlustig seid. Ja. Ne? Ihr könnt aber auch, wie der Johannes, die fertig geknüpften hier verwendet. Die sind auch von Zepco. Genau. Sind und von du sagst, die sind einwandfrei hier mit den Hülsen so gemacht, wäre dir noch nie was passiert. Ne? Genau. Es ist das Ultrawire von der Firma Quantum. Hier müsst ihr halt darauf achten, dass, wenn ihr die fertig kauft, einfach mal diese Quetschhülsen angucken. Das entscheidet dieses A und O, und das O für ein super Stahlvorfach. Sind die zu arg gequetscht, bricht es euch ab. Sind sie, okay, zu lose, kann man es beim Zug einfach lösen. Ist der Fisch weg. Wie gesagt, ich habe hier noch keine Probleme gehabt. Habe schon etliche große Hechte auch damit gefangen. Ich habe auch die Zeit nicht, mich da am Schreibtisch zu setzen und die selber zu knüpfen, deswegen, du nimmst die fertigen, Tüte auf und los. Und wir gucken jetzt, ob wir so einen 2 Meter Hecht erwischen, der dieses fertige Stahlvorfach sprengen kann. Auf geht's! Neu an der Stelle angekommen. Eine meiner Lieblingsmethoden, einer meiner Lieblingsköder, Spinner verwenden. Warum? Attraktiv durch die Druckwelle. Man sieht sehr schnell, ist Bewegung drin oder nicht, hat man Nachläufer oder nicht, und kann ruckzuck einfach mal so eine Stelle durchblinkern.
das Schöne dabei, man sieht es an der Rutenspitze direkt. Der Spinner dreht sich und arbeitet. Und solange er sich dreht, ist so ein Spinner selbstverständlich fängig. Die Lauftiefe beim Spinner, die kann man ganz einfach beeinflussen. Erstens, wie weit man ihn absinken lässt. Zum Zweiten, wie schnell man kurbelt. Je schneller ich kurbel, desto höher kommt er hoch. Und die dritte Möglichkeit, Rutenspitze hoch, läuft der Spinner mehr nach oben, Rutenspitze runter, läuft er mehr im tieferen Bereich. Und das ist nämlich das richtig Schöne am Spinner. Man kann praktisch nichts falsch machen, ob er tief läuft, ob er flach läuft, er fängt immer. Der Spinner war der Bringer. Jo, Hund schon gleich abgehakt. Da sieht man mal, wie spitz die beißen. Schöne Esachs im Herbst. Also ihr habt es jetzt gerade gesehen, der Spinner war mal wieder der Bringer. In dem Fall der River Sounder der Firma Zepco, Größe 3. Echt topfängig mit dem Schallkörper hier. Immer ein Versuch wert. Wenn man Hechte fangen will, ist es natürlich immer sinnvoll, sich zu überlegen, wo kann der Hecht eigentlich stehen. Das Schöne am See vom Johannes, das ist einfach, man hat hier auf einer relativ kleinen Fläche fast alle Standplätze, an denen Hechte stehen können. Und Johannes erklärt uns jetzt mal, welche das sind. Ja, also wie du schon gesagt hast, den Begriff, da steht der Hecht, den hat mit Sicherheit jeder schon mal gehört. Dass der Hecht Standplätze bevorzugt, das ist ganz klar. Es ist ein Lauerräuber, das heißt, er kommt aus seinem Standplatz raus und attackiert die Beute. Standplätze können zum einen halt sein, klassisch überhängende Bäume, ausgespülte Uferbereiche, Wurzeln, Seerosenfelder, umgeknickte Bäume, um es jetzt mal, sagen wir mal, was man klassisch sehen kann, von der Gewässerstruktur unabhängig macht. Und dann gibt es eben Bereiche, die man halt nicht sehen kann, die jetzt unter Wasser sind. Kanten, ausgespülte Rinnerberge, Kanten, genau. Alles, halt, was nicht Badewanne ist, auf Deutsch gesagt. Genau, im Gegensatz halt zu Kanälen. Das zum einen. Und dann hat man halt, was man auch nicht vergessen darf, gibt es jetzt hier in unseren Breiten eigentlich weniger. Das sind die großen Freiwasserhechte, die den Fischschwärmen nachziehen. Wobei, wenn man den See jetzt da so ansieht, mit Freiwasser ist jetzt nicht viel, weil man einfach die Tiefe nicht hat. Da muss man sich dann eher an die Bodden... Und da sind wir dann auch eher wieder beim Bootsangeln. Genau. Und genau das wollen wir ja nicht, sondern wir machen ja jetzt hier Uferangeln. Genau. Wir kommen jetzt zu den Gummifischen. Für Anfänger ein sehr gut geeigneter Köder. Zum einen, wie ihr schon sehen könnt, gibt es die in verschiedenen Farben, Größen und Ausführungen. Zum anderen, weil sie durch die Bleiköpfe sehr variabel sind. Wir fangen an, kurz ein bisschen über die Schwanzform zu reden. Wir haben hier den klassischen Tellerschwanz, dann eben so ein Hammerschwanz bis hin zum Fransenschät. Die Action ist so, dass der Fransenschät die geringste Aktion macht und Hammer- und Schaufelschwanz eben ordentlich rumpeln. Für Anfänger gilt, egal was ihr euch für einen Gummifisch aussucht, wenn es wackelt, fängt es, und die Gefahr, dass sich irgendwas vertüdelt,
ist sehr, sehr gering. Wenn man sich das jetzt als Anfänger auch nicht antun möchte, um den Bleikopf an den Gummifisch zu montieren, gibt es das Ganze auch schon fertig montiert. Das heißt, Bleikopf integriert in den Gummifisch. Nachteil, man ist nicht so variabel. Vorteil, ready to use, man kann direkt anfangen. So, dann kommen wir zu den einzelnen Führungstechniken des Gummifisches. Zum einen das ganz normale lose Einleiern des Gummifisches. Hier kann man variieren durch die Stellung der Rutenspitze. Ist die Rutenspitze steiler, führt man den Fisch weiter oben, geht man eher Richtung Wasseroberfläche, läuft er tiefer. Oder man leiert einen schneller ein, sinkt er weniger, leiert man langsamer ein, läuft er auch wieder tiefer. Und dann kann man eben neben dem bloßen Einleiern auch noch Stops einlegen, dann rauscht er halt komplett auf den Gewässergrund. So kann man eben die verschiedenen Tiefen auch mit einem Gummifisch und einem Bleikopf abfischen. Das ist Methode Nummer 1. Die Aktion vom Gummifisch an sich geht halt dann nur über den Schwanz. Das heißt, man kann es jetzt vielleicht hier gut erkennen, wie sich der Gummischwanz durch das Einleiern eben bewegt. So, Methode Nummer 2. Die sogenannte Faulenzer-Methode. Hierbei halte ich die Rutenspitze auf ungefähr 11 Uhr und wenn ich Kontakt zu meinem Gummifisch habe, kurbel dann dementsprechend den Gummifisch an. Das heißt, man merkt, wenn er sich vom Boden abhebt und lässt ihn dann durch einen Stopp wieder zu Boden sinken. Und so kann man eben auch hier mittels der Kurbelumdrehungen verschiedene Wassertiefen einfach abfischen. Stelle ich auch hier die Rute ein bisschen flacher, dann hüpft der Gummifisch auch eben in kleineren Sprüngen über den Grund. Wichtig dabei ist, entweder, dass man nach dem Kurbeln sofort den Zeigefinger an die Schnur legt, weil die Bisse kommen dann wirklich so tock, ist nur ein kleiner Ruck meistens in der Rutenspitze, oder man beobachtet eben vorne die Schnur, ob die eben zusammenfällt oder nicht. Beim Biss würde die Schnur nicht zusammenfallen, wie wenn man es gewohnt über den Boden zupft. Und da muss man ein bisschen Gefühl dafür entwickeln. Man kann das auch im Freiwasser machen. Dann darf man halt eben den Gummifisch nicht zu Boden sinken lassen, sondern die Stops immer wieder früher wiederholen, bevor er am Boden aufkommt. Ich leihe jetzt mal ein, um euch die dritte Methode noch zu zeigen. Die dritte Methode ist das aktive Chicken mit der Rute. Das heißt, auch hier warte ich wieder, bis der Köder Kontakt hat, merkt man, indem die Schnur zusammenfällt. Und dann zupfe ich an der Rutenspitze und gehe dann mit der Rolle oder durchs Aufkurbeln mit der Schnur nach. Und auch hier immer die Schnur im Blick haben, weil eben, wenn sich da im normalen Lauf irgendwelche Besonderheiten ergeben, das heißt, der Köder irgendwie einen Ruck macht, eben sofort mit dem Anschlag quittieren. Auch hier wieder zack, hoch und wieder mit der Rute nachgehen und den Köder am Boden absinken lassen. Auch hier wieder ein bisschen Gefühl einfach für den Bleikopf, für den Gummifisch, dass man erkennt, wann habe ich Grundkontakt bzw. Wie bewegt sich mein Köder in der Bewegung. Nun kommen wir zum Thema Köderfarben. Manche Angler machen eine Wissenschaft draus und in manchen Fällen auch zu Recht. Denn es gibt so immer wieder Tage, da beißt der Hecht definitiv nur auf eine bestimmte Farbe. Allerdings
und das gehört zur Ehrlichkeit, das sind 1-3% der Angeltage, die ihr vielleicht habt, wo zu einer bestimmten Zeit nur eine bestimmte Farbe geht. Für den Rest der Zeit genügt eigentlich eine relativ einfache, grobe Farbabstufung, um sich klar zu machen, welche Farbe man einsetzen soll. Welche Farbpalette es gibt, ihr seht, es ist fast unendlich. Das Tolle jetzt dabei ist, man kann es sich relativ einfach machen. Ihr müsst euch immer vorstellen, wo blickt der Hecht hin und was sieht er dann? Wenn ihr jetzt zum Beispiel den Köder an der Oberfläche führt und es scheint die Sonne und der Hecht blickt dann nach oben, dann sieht er ja hell. Da hebt sich dann zum Beispiel ein dunkler Köder gegen die helle Oberfläche bestens ab. Genau umgekehrt ist es, wenn der Hecht nach oben guckt und ihr habt einen trüben Tag oder es ist morgen oder abends in der Dämmerung, dass der Hecht ins Dunkle blickt, dann nehmt ihr einen Köder mit einem hellen Bauch oder einen grundsätzlich hellen Köder, weil der sich natürlich gegen die dunkle Blickrichtung des Hechtes abhebt. Ihr braucht also bei all den tollen Farben, die es gibt, oft genug eher zum Angler wie zum Hechtfangen, euch nur 2-3 Sachen zu merken. Helle Köder, wenn der Hecht ins Dunkle guckt. Dunkle Köder, wenn der Hecht ins Helle guckt. Und wenn ihr die Hechte ärgern wollt oder wenn sie sonst nicht beißen, wenn ihr sie aggressiv machen wollt, dann nehmt ihr so klassische Schockfarben wie dieses Neongelb oder dieses Rosa. Und das sind einfach die grundsätzlichen Farben oder die grundsätzliche kleine Farbenlehre zum Hecht. Für den Anfang reicht euch das vollkommen aus. Ihr seht, ich bin kurz davor, mich durch die Büsche zu schlagen zum Wasser. Zuvor noch ein Wort zum benötigten Angelgerät. Heißt, Rute, Rolle, Schnur. Ganz allgemein. Ihr braucht zum Hechtangeln wirklich nichts Kompliziertes. Eine ganz normale Spinnrute, so roundabout, klassische Größe 270 Meter. Ihr habt ein Wurfgewicht angepasst an eure Köder. Zwischen im Normalfall 30, 40 bis 60, 70, 80 Gramm. Ihr braucht eine Rolle, die einigermaßen sauber eine Schnur verlegt. Im Normalfall kann man eine geflochtene nehmen, die so um 10, 11 Kilo trägt. Oder entsprechend eine monophile Schnur. Das muss alles überhaupt nichts Besonderes sein. Ich selber bin mit manchen Sachen ein bisschen eigen. Zum Beispiel ist bei Hechten immer gut, wenn man eine Rute mit dem Rückgrat hat, dass man einen Haken schön setzen kann. Ich habe jetzt hier eine etwas längere Rute, die ist über 3 Meter lang, weil ich sehr gerne eben auch so ein bisschen an Kanten oder Büschen angle und die hat ein geringeres Wurfgewicht, weil wir hier auch einmal kleinere Köder fischen und ich zum Hechtangeln sowieso gerne nicht ganz so große Köder bevorzuge. Es ist eine alte Quantum C-Spin, die hat auch den Vorteil, dass sie richtig schön flexibel ist. Da kann man sich ein Hecht müde toben lassen, ohne dass er Schnur nehmen muss. Ich habe dann hier noch eine wirklich alte Quantum Energy Metal. Die lässt mich schon seit Jahrzehnten nicht im Stich. Da seht ihr auch wirklich Qualitätsprodukte, ja? Und auch eine ganz einfache 10 Kilo geflochtene, die da wunderbar hinreicht. Damit ist man vollkommen ausgerüstet und es muss alles nicht in die zig hunderte Euro gehen. Okay, dann erzähle ich euch mal ein bisschen was zu meinem Tackle. Im Gegensatz zum Thomas seinem Oldschool Tackle setze ich dann auf ein bisschen ja, neuere Rollen. Hier aus dem Hause Quantum die Smoke in der Größe 3000. Reicht meines Erachtens vollkommen aus, weil für die Anglerei, die wir hier betreiben, braucht man jetzt nicht Unmengen von Schnur und man will es also einfach wie möglich halten. Ich habe mich hier für eine Kopfbremse entschieden. Kopfbremse aus dem Grund, weil man eben eine größere Bremsscheibe hat und dort mehr Bremskraft zum einen auf die Rolle bringen kann und zum anderen, weil man es feiner einstellen kann. Ganz wichtig beim Spinnfischen, weil man damit rechnen muss, dass die Hechte kurz vom Ufer zuschnappen und dann eben blitzschnell reagiert werden muss. Das heißt, arbeitet dann, wenn man sie benötigt, die Bremse nicht ruckelfrei, kann es eben sein, dass es
am Knoten die Schnur reißt und es ist halt sehr ärgerlich, wenn man dann den Hecht davon schwimmen sieht mit seinem Köder im Maul. Zur Route an sich gehe ich auch ein bisschen einen anderen Weg wie der Thomas. Ich verwende eine 2,70 Meter lange Route, die sehr viel Rückgrat hat, einfach auch um dann den Anschlag bei Bedarf richtig gut durchbringen zu können, mit wenigen, aber großen Ringen, um halt auch mit leichteren Ködern eben weitere Distanzen abangeln zu können. Das war es im Prinzip von meinem Tackle. Oh, so Leute, hier bin ich also jetzt mit dem dünnblechigen Löffel unterwegs und das hat seinen Grund. Johannes hat mir erzählt, dass hier in diesem Bereich sehr viel Totholz unten drin liegt. Das heißt, hier bin ich eher daran interessiert, dass der Köder deutlich flacher läuft. Also nehme ich einen dünnblechigen Löffel, den ich da wunderbar praktisch über die Hindernisse wegführen kann, ohne dass er gleich hängen bleibt, weil er, wie ein dickblechiger Kollege, nicht so tief läuft. Wenn man ins tiefere Wasser will oder weiter werfen muss, dann sind natürlich dickblechigere Blinker etwas besser geeignet. Im Gegensatz zum dünnblechigen Kameraden, wenn man den über Hindernisse zieht, den lässt man ja nicht richtig durchsacken, den zieht man einfach nur relativ stumpf ein, kann man hier mit einem dickblechigeren Blinker vom stumpfen Einziehen über, fast wie beim Gummifisch, Jiggen, alle Führungsvarianten wählen, inklusive durchsacken lassen. Für die Fische, so wie hier, läuft eine Kante rum. Da kann man dann wunderbar, richtig schön im tiefen Wasser am Grund der Kante entlang zucken. Eine Methode, die mir immer wieder schon schöne Hechte gebracht hat, das ist sozusagen das Pilken mit dem Blinker. Das heißt, man wirft aus, lässt ihn absinken, zieht richtig hoch weg vom Grund, geht mit der Spitze der Rute wieder hinterher, aber nicht an straffer Schnur, sondern so, dass man praktisch die Schnur immer locker bleibt, aber dass man eben jeden Biss merken kann, weil die Schnur nur leicht durchhängt. Und das funktioniert nicht nur auf Hecht, sondern auch zum Beispiel im Fluss genauso gut auf Zander. That's it. Das ist Angeln. Gut, jetzt will ich euch mal meine Lieblingsköder vorstellen. Das sind die Wobbler. Gemacht sind die kleinen Kerle entweder aus Hartplastik oder Balsaholz und das Einzige, worauf ihr im Grunde als Anfänger darauf achten müsst, ist die Stellung der Tauchschaufel. Wir haben hier einen Wobbler mit einer steil stehenden Tauchschaufel, der läuft relativ flach im Gegensatz zu seinem Kameraden mit einer flach laufenden Tauchschaufel, der dann eben tiefer ins Wasser reingeht. Also für den Anfänger merkt ihr euch, je steiler die Schaufel, desto flacher läuft das Ganze. Okay? Gut, ansonsten mache ich mir jetzt mal den Flachläufer drauf, weil ich mit dem hier sehr gut die flach laufenden Bereiche rund um die Seerosen abfischen kann. So. Gut, dann werfen wir mal aus. Gut. Die einfachste Methode, um einen Wobbler zu angeln, ist das schlichte Einkurbeln. Dadurch, dass der Wobbler eine sehr schöne Eigenaktivität beim Einkurbeln hat, ist er auch sehr gut für den Anfänger geeignet. Und grundsätzlich ist es so, je länger man den einkurbelt, desto mehr geht er auf Tiefe, bis eben zu seiner Haupttiefe, die für den Anfänger auf jeder Packung ersichtlich ist.
Dann kurbelt man das Ganze ein und dann sieht man das vielleicht schon schön in der Rutenspitze vorne, wie die Rutenspitze wackelt. Und so kann auch der Anfänger eben erkennen, ob sein Köder läuft oder nicht. Ich habe jetzt den tief laufenden Wobbler drauf gemacht, weil wir jetzt eben draußen die tieferen Bereiche abangeln wollen. Und auch hier gilt wieder, der Wobbler arbeitet durch seine Eigendynamik sehr schön von selber. Das heißt, wir kurbeln den langsam ein und jetzt eine Neuerung, man kann sogenannte Spin-Stops einbauen. Das heißt, wir kurbeln ganz normal und nehmen dann einfach den Finger von der Kurbel oder hören einfach auf zu kurbeln, sodass der Wobbler im Wasser einfach stehen bleibt. Das wiederum animiert die Hechte auch dazu, von dem gewohnten Lauf, manchmal laufen die dem Wobbler nach und wenn man dann stehen bleibt, kommt knallharter Biss. Das ist eine sehr gute Methode, um den Hecht zusätzlich zu reizen. Ich habe das auch schon gehabt, dass die den Wobbler teilweise verfolgen bis zum Ufer und dann einfach wieder abdrehen, weil er zu monoton läuft. Stoppt man noch mal kurz. So, eine weitere Möglichkeit ist, dass wir eben noch zusätzlich das Rasseln aus dem Wobbler rauskitzeln, indem wir auswerfen und dann in die lose Schnur schlagen. Das heißt, wir kurbeln nicht einfach rein, sondern man schlägt in die Schnur und kurbelt dann eben die lose Schnur nach. So kann man den Wobbler auf der Stelle tanzen lassen, was für die Hechte auch in stark überfischten Gewässern manchmal ein super Anreiz zum Biss ist. Und zusätzlich, die Wobbler haben zum Teil Rasseln im Körper, die durch dieses Schlagen in die Schnur auch noch mehr Sound und noch mehr Action machen. Also man kurbelt nicht nur, sondern man schlägt in die lose Schnur und kurbelt dann eben weiter ein. Wichtig dabei ist, immer die Schnur im Auge zu behalten. Wenn es vorne spritzt, wenn die Schnur spritzt, macht ihr alles richtig und auch die Schnur beobachten. Wenn der Hecht beißt, gibt es meistens einen Ruck, den man nicht in der Rutenspitze sieht, weil man keinen direkten Kontakt hat, sondern über die Schnur erkennt. Hechte beißen grundsätzlich aus zwei verschiedenen Erwägungen raus. Das eine, logischerweise, ist Kohldampf und das andere ist Aggression oder Wut. Kohldampf ist klar. Man will was zu fressen haben, also imitieren wir als Angler für die Gegebenheiten einen verletzten Fisch, also naturnahe Farben, einen Lauf, der eben so einen verletzten Fisch imitiert. Das andere ist einfach, wenn der Fisch satt ist, aber weil er einen Konkurrenten vertreiben will vom Standplatz oder vom Futterplatz, da müssen wir ihn aggressiv machen. Das funktioniert natürlich erstklassig, wenn wir Schockfarben verwenden als Beispiel, ne? Oder wenn man richtig knallig laufende Köder hat, die so eine Hechtmutti richtig verrückt machen. So, hier seht ihr so ein Seerosenfeld, eigentlich ein Buffet für den Hecht. Warum? Jungfisch sitzt da drin. Ganz grundsätzlich, egal in welchem Hotspot, überall wo sich Jungfisch, also Futter für den Hecht aufhält, lohnt sich definitiv zu angeln, den Köder so dicht wie möglich vorbeizuführen, weil da habt ihr immer beste Chancen auf den Hecht. Ja, da kommt er schon. Ganz vorne wieder gehakt, am Einzelhaken.
Ihr seht, es wird langsam dunkel, es wird langsam Abend. Wir freuen uns, dass der Johannes uns hier eingeladen hat. Wir hatten einen richtig spannenden, interessanten Tag am See. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was gesehen. Alles halb so wild mit Hechtangeln. Man kann es ganz einfach anfangen. Oder siehst du es anders, Johannes? Nee, das Wichtigste ist, ran an den Hecht, ran ans Wasser. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao.